Hallo und herzlich willkommen bei State of Decay 2. Das ist so ein Zombie-Survival-Spiel. Ich fange ein bisschen mittendrin an. Wir sind hier. Unsere Basis ist hier. Unser Auto ist kaputt, weil ich dumm bin. Und wir haben keine Schusswaffe mehr, die funktioniert oder Munition hat. Und noch einen Baseballschläger, um uns gegen Zombies zu wehren. Woo! Los geht's. Also, Ziel ist, zur Basis zurückzukommen. Oh, kann ich das Auto drüben benutzen? Das wäre so. Alter, was war das denn für ein Soundbug? Kann ich das Auto hier benutzen? Das wäre so wichtig. Dann würde ich hier das überleben, weil ich habe ehrlich gesagt nicht. Ich habe schon alle Hoffnung abge. Oh, ich kann es benutzen. Nice one. Okay. Kofferraum. Dann können wir sogar den Kram aus meinem anderen Auto noch. Also aus dem Auto, was mir kaputt gegangen ist, mitnehmen. Nice, nice, nice. Den Zombie können wir wegklatschen. Irgendwo hier läuft so ein Koloss-Zombie rum. Der ist richtig groß und fett. Der hat eben mein Auto zerstört. Warte mal. Oder ist der jetzt einfach weg, der Zombie? Das wäre ja richtig geil. Man kann Zombies hinriechen, wenn sie am Boden liegen. Das ist ganz cool. Okay, nice. Okay. Ich werde also wohl doch nicht alles mitnehmen können. Aber zumindest einen großen Teil. Ganz wichtig sind. Oh, warte Sekunde. Und tschüss. Ganz wichtig sind diese Bags hier. Davon kann ich jeweils nur einen tragen. Die geben meiner Basis Medikamente, Essen, Food und so ein Scheiß. Also je nachdem, was das halt gerade für ein Bag ist. Hörst du auf? Okay, der ist schon RIP. Okay, nice. Hier kann ich eventuell nochmal Munition finden, aber da kann ich gerade nicht drauf Rücksicht nehmen. Ja, dann, warte, dann droppen wir erstmal das hier. So. Jetzt benutzen wir kurz den Verband, dann können wir hier die Snacks wieder mitnehmen. Das ist gar nicht schlecht, die haben uns eben schon mal das Leben gerettet. Ich höre hier doch einen Zombie. Oh. Okay, jetzt den töten wir mal von hinten. Man kann sie so von hinten Stealth killen quasi. Die Zombies hören sich so krass an. Tschüss. Oh nice, einer unserer anderen Überlebenden hat also gerade ein paar Dinge im Lager abgelegt. Ich sollte mir vielleicht angewöhnen, Molotows mit rumzuführen. So. Komm, die Zombies nehmen wir gerade noch kurz mit. Es gibt jetzt nicht direkt Erfahrung, aber es gibt so Einflusspunkte und mit diesen Einflusspunkten. Mit diesen Einflusspunkten kann man Außenposten kaufen, Dinge kaufen, das ist so die Währung hier im Spiel. Außerdem kriegen wir so, oh, das ist ein Infizierter. Wenn die Zombies so rote Augen haben, sind die infiziert, dann am besten fernhalten. Ja, und wir kriegen unsere Kämpfer-Skill hoch, wenn wir Zombies umbringen. Das ist gar nicht schlecht. Jetzt haben wir gerade keine Ausdauer mehr. Wir sind auch infiziert, wie ihr hier links sehen könnt. Sollte aber eigentlich noch fein sein. Wir müssen eventuell kurz eine Krankenstation errichten. Die habe ich nämlich kaputt gemacht, die ich hatte. Das Auto ist ja richtig fast. Also es ist halt nicht so gut zum Zombies töten so. Da war das andere schon, glaube ich, besser für, aber not bad. Ich habe sogar einen Benzinkanister dabei. Ach komm, scheiß drauf. Dann machen wir das kurz so. Ich lasse ungern Dinge zurück, gerade in der Apokalypse. Nehmen wir den hier mit, befüllen das Auto hier. Der Junge darf uns jetzt nicht sehen. Okay. Ich hatte echt nicht gedacht, dass ich das überlebe. Ich dachte, ich muss jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Durch das zombieverseuchte Land. Das wäre ja komplett weg gewesen.
Okay, let's go. Tschüss, Jungs. Wer ist er denn? Kann er mal gehen? Okay, das Auto hört sich richtig scheiße an. Ich muss das ein bisschen leiser machen. Das Problem ist, das Spiel pausiert nicht. Ja, das ist das Problem. Zieh ab, Junge. Danke. So, wo müssen wir denn lang? Okay, nächste große Straße rechts. Das kriege ich gerade noch hin. Huch. Zieht mal alle ab. Ist das jetzt schon die große Straße? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Weiter geradeaus. Zieh ab. Jetzt pass mal auf hier. Hier rechts oder nicht, ja? Oh, da kann ich noch looten. Okay, das sind halt wirklich viele hier. Vielleicht erkennen die mich gar nicht. Ich könnte jetzt eine Schnellsuche machen, aber dann bin ich auch lauter. Dann werden die Zombies vielleicht aufmerksam auf mich. So ist normalerweise fein. Ja, gut, muss ich eh zurücklassen. Was ist das denn? Oh, was ist denn mit ihm los? Kann er mal gehen? Kann er mal abziehen? Kommt jetzt in mein Auto rein? Kann der mal gehen, der Junge? Okay, jetzt aber auf die harte Tour. Das Auto ist schon wieder komplett erschrocken. Oh, okay, hier sind überall Jungs. Oh nein, das war so dumm. Ich muss aus diesem Auto raus. Und das sind alles Infizierte. Und ich habe keine Schusswaffe. Okay, das geht doch den Bach runter. Okay, let's go. Kommen die? Ah, die Waffe ist kaputt. Kommen die oder kommen die nicht? Okay, Glück gehabt. Jetzt muss das Auto nur noch fahren. Wo muss ich überhaupt hin? Hier lang oder nicht? Ja, Glück gehabt. Okay, nice one. Junge, halt mal die Fresse, Kaspersky. Jo, das ist nicht dein Ernst. Nein, da ist der Nächste. Oh. Wo muss ich lang? Okay, ich bin richtig. Komm her, den nehmen wir mit hier, den fetten Worms. Den nehmen wir auch noch mit. Ich muss echt ein bisschen auf mein Auto achten. Okay, gleich haben wir es geschafft. Hier ist schon unser Territorium. Nice one, wir haben es geschafft. Oh, nice. Servus, Leute. Ich bin wieder da. Wir überleben. Jetzt haben wir wieder Nahrung. Okay, wir haben trotzdem nur 4 Nahrung. Um Nahrung müssen wir uns ein bisschen kümmern. Davor würde ich gerne. Achso, ja, das ist jetzt der Garten. Ja, bla bla. Wissen wir, Garten, wo haben wir nicht? Ja, gut. Warte mal. Was ist das denn hier? Na gut. Regenkollektor. Ja, okay. Oh, eigentlich würde ich jetzt gerne eine Werkstatt bauen, damit ich alle meine Reparaturdinger reparieren kann. Doppelkoje kann ich nicht upgraden, oder? Nee. Kann ich das upgraden? Ja. Ach so, verstehe. Ja, gut.
Und die Küche, was hilft mir die? Ah, da kriege ich Moral und mach's Ausdauer. Das ist not bad. Ich Vollidiot. Okay, das kostet nämlich drei Lebensmittel. Das sollte ich nicht tun. Das kostet auch alles Essen. Okay, gut. Das heißt, eine Werkstatt muss jetzt erstmal warten, weil sonst müsste ich Garten und oder Generator abziehen. Warum kann ich ein Ding? Achso, ich habe keine Arbeitskraft mehr. Na gut. Aber ich habe wenigstens ein paar Waffen dabei. Ich habe jetzt ein Snipergewehr gefunden auf der einen Tour gerade. Ich bin hyped. We gotta find more food, or we'll be eating fish sandwiches. Halt die Fresse, Mary. Die fuckt eh ab. Unser Charakter ist jetzt auch nicht mehr in so gutem Zustand. Sieht man unten links. Mary hat Medikamente verschüttet. Die fliegt sowas von aus diesem Team, Alter. Jetzt haben wir ein Medikament weniger. Na gut, meinetwegen. Oh nein, sie haben Strom. Oh, gut. Okay, wie viel? Ja, wir können ein bisschen Munition können wir machen. Wir können jetzt hier oben diese Basisressourcen quasi in unsere eigenen Ressourcen umwandeln. Okay, 427 Schrauben ist not bad. Dann können wir jetzt Dinge mit reparieren. Achso, ja. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal ins Bett. Beziehungsweise switchen den Charakter mit Sexton. So, jetzt müssen wir uns überlegen, was wir tun. Also erstmal, da ist ein Infektionsherd. Ja, den können wir eigentlich plätten. Okay, erstmal gehen wir jetzt da hoch, sprechen mit den anderen, mit der anderen Enklave. Junge, was ist denn mit der? Warum macht denn die Mary die ganze Zeit so einen Kram kaputt? Die ist halt richtig unnötig. Die kann halt nix, ey, wirklich nicht. Okay, die nehmen wir mal mit. Und mal, ja. Wir nehmen mal 60 Schuss mit, sollte reichen. Und die nehmen wir auch mit. Und dann nochmal 38 Schuss. Dazu hätte ich gerne noch eine Buschaxt. Nur so, falls. Falls sie es brauchen sollten. Halt die Fresse. Wer hat es gesagt? Hä? Ich glaube, dann bauen wir jetzt tatsächlich noch einen. Oh, ich kann doch den Generator jetzt nicht wieder abreißen, nachdem ich ihn gerade gebaut habe. Auf der anderen Seite bringt der mir halt nichts. Verbraucht Benzin, macht Lärm. Nee, der bringt mir wirklich nichts. Schade, schade, Marmelade. Dann brauchen wir nämlich jetzt hier eine Werkstatt. Schmiede braucht draußen. Okay, ja. Und das Kommandozentrum können wir nicht upgraden, solange wir kein Wissen über Computer und Strom haben. Gut, Wissen über Computer kriegen wir durch andere Überlebende. Okay. Dann müssen wir jetzt neue Überlebende ranholen. Okay, der Charakter ist auch ein bisschen müde, aber das ist noch in Ordnung. Wir sind gut ausgestattet. Ja, let's go, okay. Das heißt, dann machen wir uns jetzt los, um hier oben nach den Rechten zu sehen. Das machen wir bei der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.